So, hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einer nagelneuen Folge Miss Survival. Mit unserem Heavy, mit Bobby und mit mir. Wie ihr seht, wir haben schon mal ein paar neue Schränke aufgebaut, um ein bisschen Ordnung zu schaffen. Weil so langsam mit den ganzen Durcheinander, das wird nichts. Wir schauen mal rein. Wie gesagt, hier hat es ein bisschen Baukram. Angelruten. Hier sollen die schwarzen und die roten Teile quasi rein. Hier unser Waffenschränklein. Ein bisschen Power, aber wir könnten gleich schon mal ein bisschen was einpacken. Und hier Essen, Trinken. Jeweils geordnet. Separat. Der ist noch nicht fertig, da brauchen wir noch ein bisschen. Aber ansonsten würde ich sagen, wir wollen heute auf Tour gehen. Bobby, mach's gut. Da wir ja in der letzten Folge den Truck fertig bekommen haben, würde ich sagen, sollten wir das Ganze auch heute mal nutzen, um, hier liegen noch welche rum, um ein bisschen auf Tour zu gehen. In diesem Sinne wünsche ich euch natürlich viel Spaß bei dieser Folge und let's go! Dann schauen wir doch mal, was hast du denn mitgebracht? Ein paar Tücher. Ah, die brauchen wir nicht. So, liegt sonst noch irgendwer rum? Scheinbar nicht. Wir gucken noch mal im kleinen Radius. Egal. Wie gesagt, wir wollen ja heute auf Tour. Auf geht's. Motor starten. Dann würde ich sagen, schauen wir doch mal, wo kommen wir denn hier raus? Das werden wir einfach fahren? Naja, lieber nicht, ne? Ich würde sagen, wir fahren diesen Weg. Kämmen wir ja. Einmal durchs Wasser. Bah. Ja, das macht er gut, der Wagen. Einmal runter auf die Straße und dann suchen wir uns mal irgendeine Richtung aus. Oh, oh. Stopp, 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 stopp. Ich würde sagen, hier kommt das Dorf. Und wo hängen wir jetzt gerade? Ah. Am Zaun. Naja, wieder kannst du nicht langfahren. Da. So, wir haben wieder Straße unter den Rädern. Dann würde ich sagen, wo fahren wir denn lang? Wo wollen wir denn lang? Hier lang, hier lang? Hm, gute Frage. Kleiner Blick durch die City. Dann gucken wir mal, wo es hinter der Farm noch lang ging. Hatte ich hier an der Seite ja irgendwo einen Weg gefunden. Oder gesehen. Von da oben aus. Da. Mal schauen, wo es da lang geht. Mhm. Schöne weite Ebene. Und ein riesengroßer Platz. Ich denke mal, hier wird in der nächsten Zeit noch was entstehen, oder? Ich denke mal nicht, dass der Entwickler so viel Platz einfach mal verkommen lässt. So, wo kommen wir denn hier raus? Auf jeden Fall hat es hier eine Hauptstraße. So wie es aussieht, können wir da links und rechts fahren, ne? Jawohl. Frage ist, wo wollen wir denn lang? Hier als Häuser. Da ist nichts. Ich würde sagen, wir looten ein bisschen die Häuser, ne? Hoffen wir mal, dass keiner zu Hause ist. Nehmen uns trotzdem lieber die Waffe bei Hand. Wer weiß. So, Heavy. Oh, Heavy ist mutig. Er sagt, er braucht sowas nicht. Okay. Ich würde sagen, wir packen erstmal ein, was wir kriegen können. Für zwei könnten wir uns ja auch nochmal die Kanister voll machen, ne? 11 Liter, ich meine, er reicht noch ein bisschen. Aber wenn wir schon mal da sind und hier den Platz haben und die Ruhe. Fünf Liter, da seht ihr.
Dann nehmen wir die doch mit. Wenn sie es doch schon so lohnt. Okay, leer. Auch leer. So, dann würde ich sagen, einmal ringsherum ums Haus. Genau, solche Sachen suchen wir jetzt gerade. Komponenten. Und Metal. Das sind jetzt Metal Scraps. Mal schauen, was wir sonst noch so finden. Holz brauchen wir jetzt noch nicht. Hier rum auch Holz. Okay, wir gehen mal rein. Hello? Jemand daheim? Einmal nicht. Schöner alter Plattenspieler, so wie es aussieht. Feuerholz. Das Schlafzimmer, ist das? Hat denn einen Angelköder im Schlafzimmer? Gut. Als Angler kann ich es nachvollziehen. Trotzdem merkwürdig. Ja. Erstmal gar nicht so schlecht aus, ne? Problem ist nur, wir hätten uns vielleicht einen Schrank bauen sollen. Auf unseren Truck. Nehmen wir doch alles so gar nicht mit. Da haben wir doch schon die ersten Probleme. In Nahrungsmitteltechnik auch. Wir könnten ja mal versuchen, so einen Schrank auf den Truck zu stellen. Holzbretter hat es hier ja auch, so wie ich gesehen habe. Das heißt, wir können uns vielleicht sogar einen bauen. Hier so einen ganz einfachen. Okay, ein paar Materialien brauchen wir noch. Wie viele Bretter waren es? 2. Schauen wir doch mal, ob wir die zusammenbekommen. Überliegen hier Bretter rum, die man nicht benutzen kann, ist auch. Schade, schade, schade. Wood Scrap. Muss man erst noch zusammenbasteln, ne? Was mal hier vorne hin. Wir schauen erstmal weiter, was gibt es denn noch Schönes. Wie gesagt, Munition nehmen wir mit. Jetzt noch ein Nachtschränkchen. Hat die jetzt schon alle durchsucht? Jawohl. Dann würde ich sagen, mach mal auf, Badezimmer. Okay, haben wir einmal voll. Ja, irgendwer hinter der Dusche. Ah, das Wasser ist eingelassen. Heavy, also keine Chance. Wenn du jetzt Lust hast zu baden, ich werde dich nicht von abhalten. Genau. Obligatorische Tomatensauce essen für Platz. Weiß man nicht, was diese Komponenten quasi hier in dem Gang zu sammeln haben, zu suchen haben. Ja, wir haben keinen Platz mehr. Brauchen wir denn überhaupt? Brauchen das alles? Ein Bleistift.
Gut, dann lassen wir es hier. Jetzt wieder raus. Eine Treppe nach oben. Schade. Wir könnten hier dieses Auto als Zwischenlager nutzen. Wo wir jetzt ein bisschen Platz bekommen. Wir können ja die unwichtigen Sachen erstmal rein. Also zumindest die, wo wir denken, momentan sind sie unnütz. Munition ist nie unnütz. Ein Angelköder auch nicht. Einmal essen natürlich noch. Trinken. Führen wir uns gleich. Okay, dann würde ich sagen, hier ist erstmal fertig. Wir gehen ins nächste Haus. Now Heavy immer mitnehmen. Was ist denn für ein Auto? Sieht ja auch nicht schlecht aus. Schöne verlassene Gegend. Hier steht auch ein Auto rum. Na denn. Einmal ringsherum. Bretter brauchen wir natürlich auch noch. Eine Axt können wir einpacken. Genau. Können wir nämlich Bretter herstellen. Zweifelsfall, glaube ich. Weiß ich nicht. Ein Klo. Hm, genau deswegen gucken wir immer. Wir können in jedem Platz gut gebrauchen. Einer den Grillplatz vorbereitet. Brauchen wir bloß ein paar lecker Würstchen. Dann geht das los. Herr Heavy? Was sagst du dazu? Er scheint es zu mögen. So, Heavy, dann rein. Tür auf. Und plündern. Immer mal kurz hören. Ah, hier haben wir noch einen Angelköder. Das soll eine Angelgesellschaft hier gewesen sein. Mit Hammers? Hm, keine Ahnung. Dachte uns das Spiel nie, ne? Mal Wasser. Mal Munition. Das Streichhölzer hat man ja. Bisschen kaputt hier alles. Immer nicht öffnen. Und jede Menge Streichhölzer. Er mit seinen Platten hier gemacht. Oh, eine Waffe. Würde ich sagen, ein bisschen Platz zu sparen. Das Messer tauschen. Wie die Munition einlagen, ne? Sonst sind alle verschlossen. Kühlschrank nichts. Schade. So, guten Morgen, aufstehen. Wir haben keinen Platz mehr für unwichtige Sachen. Oh, kein zweites Nachtschränkchen. Muss wohl allein gelebt haben hier. Der Schmuck wurde auch schon geklaut. Nicht mal das können wir dann mitnehmen und verramschen.
Nun gut. Würde ich sagen, das war auch dieses Haus, ne? Ah ne, hier haben wir noch das Badezimmer. Eine Zigarette. Evi ist Nichtraucher. Hilft ihm also nicht. Wozu braucht man überhaupt Zigaretten hier in diesem Spiel? Habe ich da irgendwas verpasst? Sind die jetzt wichtig? So. Haben wir denn jetzt schon Komponenten? Haben wir. Jetzt fehlt uns bloß quasi die Metal Scraps, ne? Und Bretter. Den können wir überhaupt nicht looten, ne? Ein Reifen. Brauchen wir momentan ja aber nicht mehr. Ja, sicherlich irgendwann werden wir das noch mal gebrauchen können. Vielleicht für ein zweites Fahrzeug. Oder falls uns irgendwelche Banditen hier was kaputt machen. Man weiß ja nie. Das Messer. Wir belassen es mal hier. So, was haben wir denn jetzt eigentlich? Munitionstechnisch für den Revolver haben wir genug. Rotpatronen haben wir auch wieder mehrere bekommen. Das heißt, da können wir uns dann wieder auf Zombiejagd machen. Eine kleine Pistole. Da würde ich sagen, es ist ja noch Zeit. Was war das, Heavy? Willst du da drüben noch gucken? Wieso nicht? Du hast was gehört. Okay. Jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Da oben ist noch ein Banditencamp, ne? Ah, Heavy, du weißt es auch. Okay. Das heißt aber auch, hier waren Zombies drin. Ja, komm, den Spaß wollen wir doch trotzdem noch haben. Genau. So viel sind es doch, glaube ich, auch nicht. Genau, nimm erstmal alles mit. Ach, hier könnte man so schön angeln, ne? Dachte, da steht einer im Wasser. Und noch ein Toilettenhäuschen. Ja, komm, so viel Glück können wir heute nicht haben. Jetzt hier noch ein paar Holzbretter rumliegen, dann wäre das ja optimal. Die Tür ist zu, wir können ja mal reingucken. Hello, 1, 2. Mögen da drin sein, 2, 3 Leute. Wie haben wir das denn? Halb 10, okay. Also noch keine Gefahr, dass es dunkel wird. Warum nimmst du die jetzt mit, Heavy? Hat das einen Grund? Nicht wirklich, sagst du, ne? Ja, jetzt brauchen wir nur noch Holz. Wetter. Sowas. Ja, haben wir eine gute 20 Liter wieder fürs Auto erstmal, ne? Insgesamt. Eigentlich nicht schlecht. Da kommen dann mal auf, Heavy. Wir wollen gucken, was wir wollen. Oh. Ist nicht so durchschlagskräftig, ne? Ah doch, man muss nur richtig zielen. Was? Ich will irgendwas schießen. Da jetzt bloß ein Bandit hat das gesehen.
Hört ihr das? Das Problem, die zielen richtig gut eigentlich. Würde ich sagen, ab durch die Hintertür. Wir wollen uns das Haus natürlich nicht entgehen lassen, ne? Gut gezielt, gute Reaktion, Heavy. Mach erstmal wieder zu, genau. Er schießt immer noch, aber wir haben die Tür zu. So, er kommt hier nicht rein. Hoffe ich. Weiß gar nicht, können die das jetzt schon mit der Zeit? Oder können die durch Häuser zielen? Ah. Aber stehen geblieben. Wo zielst du denn? Mir ein bisschen unheimlich. Schließen wir uns im Badezimmer ein. Stecken uns hinterm Vorhang. Munitionstechnisch muss ich ja sagen, ist sehr gut. Oder vielleicht haben die auch da oben Zombie-Besuch. Weiß man ja nicht. Was sind hier Schönes? Kerzenständer. Und? Kann man nicht lesen. Wir essen erstmal ganz gemütlich was. Man möchte ja auch nicht mit hungrigem Magen draufgehen. Das Messer. Hat das weggepackt? Nee. Unser Messer. Wir können nichts wegschmeißen. Heavy, das ist schlecht. Oh, wir haben ein bisschen was abbekommen, ne? Benötigen das alles noch. Duct Tape. Die Duct Tapes. Ah ne, das war was anderes, ne? Oh, hier hat es auch keine Treppe. Machen wir hier schon? Ich weiß es gar nicht. Nein, machen wir noch nicht. Was sind denn das für schöne Handschuhe? Winterhandschuhe, alles Winterhandschuhe. Ja, der Winter wird schon irgendwann kommen. Hammer! So hat man einen Hammer und eine Flasche Wasser. Im Nachtschrank. Wohl bemerkt. Und Duct Tape. Ja, ich will es gar nicht wissen. Manchmal will man es wirklich nicht wissen. So, also hier lang gehen wir jetzt nicht raus, wir gehen hier lang raus. Lass den da hinten rumballern. Soll uns egal sein. Solange er uns nicht in den Rücken schießt. So, jetzt fehlen uns immer noch Bretter. Zwei Stück. Wo bekommen wir die her? Bestimmt beim Banditencamp. So, dann würde ich sagen, naja, wirklich was zum Tauschen haben wir nicht. Haben wir noch was zum Zusammenpacken? Auch nicht. Hier ist unser Messer. Allerdings ist das kaputt. Das andere würde ich ja gern noch mitnehmen. Wir holen das noch schnell. Es liegt ja darum. Können wir mal gucken. Ich sehe gar keinen Banditen.
Weiß nicht, warum der da rumballert. So, dann würde ich sagen, das haben wir erledigt. Mal jetzt auch noch Häuser, ne? Schade, dass wir den Schrank noch nicht fertig bekommen. Zwei Bretter. Aber ich würde sagen, Heavy, fahr doch mal noch ein Stück weiter. Der Schrank kann da ja stehen bleiben. Wir wissen ja, wo er ist. Also die zwei Häuser hatten wir. Hier hat's ein Haus. Oh, jetzt ein Pfeiler. Dann würde ich sagen, schauen wir doch noch mal weiter. Haben wir noch ein bisschen Platz? Nein, natürlich nicht. Oh, die Tür ist offen. Ah, noch brauchen wir keine Angst haben. Noch scheint die Sonne. Ich würde sagen, wir suchen jetzt erstmal Bretter. Immer die Augen auf. Oh, hier sollte auch gegrillt werden. Ein Haufen Erweiterungen, ne, für den Fischbehälter. Schauen, ist hier hinten auch auf? Ne, hier nicht. Wie wir sind denn im Haus? Mal gucken. 1, 2, 3. Suchen wir aber alles gerade nicht. Wir suchen Bretter. Hier gibt es keine. Warum nicht? Er läuft draußen rum. Schadet ja keinem. Heavy, das solltest du vorher machen. Ja, so geht's. Immer alles gar nicht mitnehmen. Dann erstmal rausschmeißen. Immer erstmal rausschmeißen. Und nachladen, Heavy. Nie vergessen. Wer weiß, könnte ja noch einer drin sein. Kartoffeln. Was willst du denn mit Kartoffeln und Duct Tape? Ich höre noch was. Was auch denn? Kann ihn nicht lokalisieren. Irgendwo auf der linken Seite. Und hier hinten, ne? Da oben. Grüß dich. Preis zu Preis. So, Heavy, jetzt kannst du ein bisschen looten gehen. Vielleicht findest du ja was Schönes. Munition. Waschmittel. Waschmittel brauchen wir nicht. Okay, es gilt als erledigt. Auch ein schönes Bild. Alles ein bisschen künstlerisch hier. Okay.
Evi sagte gerade, er würde jetzt ganz ungestört mal auf die Toilette gehen. In diesem Sinne sagen wir Goodbye für diese Folge. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffen euch in einer der nächsten Folgen natürlich wieder begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, macht's gut.